herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich befinde mich gerade in Pristina in Kosovo. Ich bin das allererste Mal hier, also ich war noch nie hier. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das hier so ist. Dachte mir, ich nehme euch auch mal so ein bisschen mit, zeige euch so ein bisschen, was wir machen. Das Wetter heute ist wirklich ganz, ganz schön. Also wir haben gar keine Wolken am Himmel und ich bin mega excited. Und ja, ich schaue den Vlog mal wieder mit nassen Haaren, weil ich habe vorhin gerade geduscht. Ich werde mich jetzt schminken, ready machen und dann gehen wir so ein bisschen in die Stadt, was essen. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir sind gestern Abend hier gelandet und ja, deswegen habe ich es noch gar nicht am Tag gesehen. Und deswegen bin ich jetzt umso aufgeregter. Ich nehme euch die nächsten paar Tage noch so ein bisschen mit, so gut wie es geht, weil wir sind nicht so lange hier. So ein paar Tage nur, aber genau, für den ersten Eindruck reicht es auf jeden Fall. Und ja, ich habe hier gerade einen Pickel entfernt, weil da habe ich extrem gestört. Das ist der Real Face. Einfach nicht perfekt, ne? Man muss sich auch mal unperfekt zeigen. Hi Leute, ja, wir haben schon den nächsten Tag. Ich habe euch gestern gar nicht mehr so mitgenommen, weil ja, wir waren ziemlich beschäftigt. Wir sind jetzt heute hier auf der Bali Ranch in, ich sag's jetzt besser nicht, weil meine Aussprache ist nicht gerade die beste. Auf jeden Fall essen wir jetzt hier was. Aber es ist voll schön hier, also die Aussicht hier ist wirklich heftig. Nur leider werden hier die Pferde nicht so gut behandelt. Also nicht so behandelt, ich finde einfach, die sind ziemlich abgemagert und sehen ziemlich dünn aus. Wie gesagt, wir gehen jetzt was essen. Und ich versuche euch wirklich, wie gesagt, so ein bisschen mitzunehmen mit Sprache und so. Genau. Sieht so schön aus. Da sind die gerade am Bilder machen. Das ist ein Hochzeitsshooting, keine Ahnung. War richtig schön hier. Hier kann man sich verloben, ne? Wie bist oder heiraten, wie auch immer. Diese berühmte Location kennt ihr bestimmt alle hier. Da ist das Restaurant, wo wir jetzt essen gehen. Und ja. Hier hinten sind die Pferde, da ganz hinten. Und da hat es auch nochmal zwei so Hochzeitssäle. So, also wir haben jetzt gegessen. Und wo gehen wir jetzt? Hin? Noch in das Kaffee. Aber nicht doch. Okay, wir gehen jetzt noch in den Kaffee. So Leute, wir sind jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Wir hatten einen ziemlich langen Nachhauseweg wegen Verkehr und so weiter. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause und ich habe mich jetzt kurz ein bisschen hingesetzt. Ich werde ein bisschen chillen, ganz schnell nur. Ich bin irgendwie total müde. Ich habe auch im Auto die ganze Zeit geschlafen. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Albi Mall. Wir möchten da so ein bisschen ins Zara. Mal schauen, was da so hat. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Und dann essen wir da vielleicht auch was oder so. Mal schauen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich hoffe auch, dass dieser Vlog ein bisschen was wird, weil ich rede halt nicht so viel, weil wir halt auch nicht immer alleine sind. Und das mir dann doch so ein bisschen unangenehm ist. Aber ich versuche euch wirklich so gut wie es geht mitzunehmen. Und ja, also. So Leute, wir gehen jetzt los. Ich habe jetzt kurz ein bisschen gechillt. Ich glaube, ich nehme auch nicht wirklich eine Jacke mit. Ich glaube, so wie ich das jetzt anhabe, einfach eine Pulli-Hose reicht das, weil es wird sowieso warm sein in der Mall. Deswegen, ja, ich glaube, das reicht so. Ich bin echt gespannt, wie das dort so sein wird. Das sieht eigentlich voll groß aus. Und ich bin auch echt gespannt, ob ich ein paar Sachen finde im Zara. Weil wenn es hier wirklich viel günstiger ist, dann gönne ich mir hier. Es ist überall Sale, Leute. Alles ist Sale, Leute. Oh mein Gott, wie kann ich mich hier bitte entscheiden? Ist alles einfach Sale. Alles. Oh mein Gott, Leute, ich habe noch nie so viel im Sach gefunden. Es ist so ein riesen Sale. Es kostet alles irgendwie 19 Euro oder so. Einfach alles anprobieren und dann mal schauen, was ich nehme. Das hier ist das erste Teil. So ein Kleid. Mega schön, perfekt im Sommer. Also das ist echt ein... Ach, ich lieb's. Das hier ist das nächste Teil. Da muss ich zwar was drunter anziehen, aber ich finde es mega cool, weil es ein bisschen spezieller ist. Geht auch gut über den Po. Und ja, also mir gefällt es mega gut. Auch die Farbe finde ich sehr schön. Das hier ist das nächste Teil. Das ist so ein blauer Pullover, sehr so dunkelblau.
Sieht so aus, finde ich auch mega schön, vor allem die Ärmel. So, das ist das nächste Teil. Das ist wieder so eine Bluse, Kleid. Und das würde ich jetzt zum Beispiel auch mit so weißen Hosen kombinieren im Sommer. Wow. Einfach mega. Das ist das nächste Teil, so ein Kleid, aber das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Das finde ich gar nicht schön. Das hier ist das nächste Teil, so ein... Oh Gott, ich sehe ja so fertig aus, ne, meine Haare. Es ist so heiß hier drin, auf jeden Fall. Der ist mega schön, der ist ziemlich, ziemlich weich. Aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Der ist mir so ein bisschen... Ich weiß nicht, mal schauen. Ich bin nicht so der Blaue. Also ich weiß nicht, ob mir Blau so steht irgendwie. Weiter geht's hier mit diesem Blazer. Ich werde den zwar nicht zutragen, aber ich habe nichts drunter anziehen, deswegen. Ich finde den mega schön, auch die Farbe. Sieht mega nice aus, er ist sehr elegant. Boah, Leute. Jetzt bin ich wirklich tot. Wir waren jetzt so lange in der Albumon, wir haben jetzt schon 10 Uhr. Wir waren über eine Stunde im Zara, ich glaube fast 2 Stunden, Leute, ohne Witz. Wir haben dann noch in der Männerabteilung extrem viel gefunden. Bei der Frauenabteilung. Ich habe euch auch nicht alles gezeigt, was ich gekauft habe, einfach weil ich nicht mehr konnte. Ich habe es so geschwitzt in dieser Umkleidekabine. Auf jeden Fall. Ja, gehe ich das dann gleich noch duschen. Er ist jetzt gerade im Duschen. Danach werden noch Haare gewaschen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, aber ich bin so verschwitzt, ich könnte kotzen. Und ich habe eben gestern auch extrem geschwitzt, weil gestern haben wir den ganzen Abend Talaba getanzt. Ich habe so geschwitzt, Leute. Ich sag's euch deswegen. Die Haare müssen gewaschen werden. Hey, wir haben so viele Zara-Tüten hier. Das ist nicht normal, Leute. Ich sag's euch. So viel gekauft. Also vor allem er hat extrem viel gefunden. Also Männerabteilung hat wirklich extrem schöne Sachen gehabt. So ein Mäntel für nur irgendwie 30 Euro. Heftig, wirklich. Ich sag's euch. Oh, dieses Kleid, ne? Ich habe euch, glaube ich, fast alles gezeigt eigentlich. Das sind seine Sachen. Er hat so schöne Sachen gekauft. Am liebsten würde ich gleich auch noch mit seinen Sachen so ein Haul machen. Da ist der Mantel drin von ihm. Das ist noch meins. Mein Blazer, glaube ich. Ja, nochmal eine Jacke von ihm. Ansonsten, für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, was macht die in Kosovo? Ist die Albanerin? Dies und das. Also, um die Frage gleich mal wegzunehmen. Nein, ich bin keine Albanerin, ich bin Schweizerin. Mein Freund ist aus dem Kosovo. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ich bin das erste Mal hier. Ich war noch nie in Kosovo. Und ja, genau. Da könnt ihr könnt euch ja so ein bisschen denken, was man hier so in Kosovo macht. Ja, ich bin wirklich sehr happy hier zu sein. Und ja, genug gelabert jetzt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal pennen. Also duschen, dann pennen und dann hören wir uns morgen wieder. Not in a mir. Guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Tag. Ich habe mich gerade fertig gemacht, mich geschminkt und so weiter. Und ja, wir werden jetzt dann gleich losfahren Richtung Prizren. Ich finde immer auf Hochdeutsch klingt immer alles so komisch, wenn ich es ausspreche. Auf jeden Fall fahren wir heute nach Prizren und genau, wir haben da ungefähr eine Stunde von dorthin ungefähr. Und ja, ich freue mich. Ich weiß ungefähr, wie das dort aussieht, einfach von Bildern und so. Und deswegen, alle sagen immer, dass das voll süß ist dort, voll schön. Deswegen freue ich mich voll. Und ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch eine Mütze anziehen soll, weil meine Haare heute so ein bisschen Bad Hair Day haben. Es sieht halt in der Kamera nicht ganz so schlimm aus, aber sie sind halt, ich bin halt mit feuchten Haaren ins Bett. So, it's a little bit a mess hier oben. Und deswegen ziehe ich eventuell eine Mütze an. Aber ich weiß eben noch nicht, ob ich wirklich eine anziehen soll. Entweder diese hier oder halt eben diese hier. Und by the way, ja, das sind Fake Moncler Mützen. Einfach aus diesem Grund, weil ich kein Echtfell supporte. Und Moncler hat nur Echtfell, soweit ich weiß. Ich habe noch nie welche mit Fakefell gefunden. Deswegen habe ich überall in der Türkei nach Fakefell gesucht, weil ich einfach kein Echtfell tragen möchte. Aber ich die halt voll schön finde. Also ich werde mir auch eine echte holen. Die ist ja nicht so teuer. Aber wie gesagt, ne, ich unterstütze einfach kein Echtfell. Und ich finde die voll schön. Deswegen habe ich sie mir auch geholt. Ja, ist Fake. Aber ist mir auch wurscht. Ich stehe dazu. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Respektive ich bin jetzt gerade alleine im Auto. Weil er jetzt kurz noch was holen muss. Und ich warte hier kurz im Auto. Und ich dachte mir, ich rede gerade ein bisschen mit euch. Genau, wir haben jetzt 11 Uhr. Da sind wir ungefähr um 12 Uhr da, können direkt was zum Mittag essen. Ich habe nämlich Bärenhunger. Und ja, ich habe jetzt immer so einen Mantel angezogen. All black. Ich habe beide Mützen mitgenommen, weil die passt eigentlich gut dazu. Aber trotzdem bin ich irgendwie nicht so, weiß nicht, es ist halt trotzdem nicht genau dasselbe. Ich bin richtig excited, ja, nach Prizren zu gehen, weil ich denke, also ich finde das auf den Bildern sieht immer voll schön aus. Und ja, deswegen freue ich mich voll.
Und morgen gehen wir dann sehr wahrscheinlich nach Portueva, weil von da kommt er eigentlich ursprünglich. Leute, es sieht so komisch aus, irgendwie, oder nicht? Ich muss mich mal ein bisschen von weitem angucken. Sieht das blöd aus oder nicht? Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich finde es sehr interessant eben hier, wie es mit der Maskenpflicht hier ist. Dass hier überall Maskenpflicht ist, aber sich einfach niemand dran hält und es auch einfach niemand juckt. Also, wir waren ja gestern in dieser Mall und niemand hatte da eine Maske an. Niemand. Also ich habe hier, glaube ich, noch nie eine Maske gebraucht. Nicht mal am Flughafen. Juckt echt keine Sau. Und die Hunde hier tun mir wirklich extrem leid. Also ich habe da schon ein bisschen Probleme mit solchen Sachen, wenn ich sehe, dass Menschen nicht gut mit Tieren umgehen. Das nervt mich extrem. In der Türkei war das ja gar nicht so. Da habe ich was wirklich das komplette Gegenteil. Die sind mit den Hunden wirklich sehr, sehr schön umgegangen. Ich wusste das ja auch schon, bevor ich hingekommen bin, dass das so ist hier. Aber ich finde es halt schon, ja, finde es echt schade, muss ich sagen. Weil die Hunde können ja auch nichts dafür. Das sind echt arme Tiere. Und ja. Aber anyway, auf jeden Fall warte ich jetzt hier immer noch und ich habe gar keinen Bock. Ich habe nämlich Hunger und wir sind noch nicht mal losgefahren. So, wir sind jetzt hier noch kurz an einer Tankstelle angehalten und holen Snacks. Entschuldigung, aber... Das ist immer so. Genau, ja, ne? Du hast ein Drittel, das ist immer so. Oha! Dann nimm das. Das ist ja leer. Hä? Oh mein Gott, ich kann nicht. Das ist einfach leer. Vier Brötchen? Nein. Nia Zahn? Nein, vielleicht sie es auch nicht. Das sind aber zwei Brötchen dort. Fix. Ich sehe genau gleich. Ich sag denen immer, Brötchen heißt auf Deutsch Brüder. Und sie sagen dem immer so, und deswegen sage ich das jetzt auch, weil wir so die Häuser sehen, die gleich gebaut sind, sind das immer Brüder, oder? Ja, deswegen. Also hier finde ich es voll schön, richtig viele Berge. Sieht so fast ein bisschen aus wie in der Schweiz. Okay, die man immer auf Bildern sieht. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es live aussieht. So, also wir sind jetzt hier in Riesereen. Ich habe jetzt auch die andere Mütze angezogen. Aber irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Vorhin drückt die schwarze an, der Quarze an, irgendwie die an. Ja. Okay. Er sagt, es sieht gut aus. Wenn er sagt, es sieht gut aus, dann. Dann zieh ich's an. Ich habe mir das irgendwie trotzdem anders vorgestellt. Ich habe immer Bilder gesehen. Hier habe ich mir das kleiner vorgestellt. Und hier habe ich mir keine Häuser vorgestellt. Hä? Das Moschee ist voll schön. Hey, Maus hier. Sie ist wohl dreckig gelassen. Leute, das bricht mir mein Herz. Ich kann sowas nicht sehen. Diese armen Tiere. Ich sehe. Nein, sorry. Diese Kappe sieht so blöd aus. Nein. Nein, also, na. So ein Eierkopf. Bleib doch still, Mann. Leute, ich musste diese Mütze abziehen. Die hat so gejuckt. Auf jeden Fall ist mein Freund jetzt gerade in einen Laden gegangen, um Fleisch zu kaufen. Weil wir möchten den Katzen hier Fleisch geben, die tun uns voll leid. Und ja, ich habe gerade extreme Rückenschmerzen, deswegen musste ich kurz absitzen. Ich bin wie eine alte Frau geworden. Es geht einfach nicht weg. Seit über einer Woche habe ich diese Schmerzen, die gehen einfach nicht weg. Deshalb habe ich die Mütze abgezogen habe. Weil er sagt, es steht mir, aber es steht mir nicht. Nein. Wieso? Ich sehe nicht so grusig aus. Le Kappa. Wieso sehe ich nicht so grusig aus? Besser mit Kappa. Obwohl, sehe ich gut aus. Du lügst, du wolltest, dass ich scheiße aussehe. Hast du Wurst gekauft? Ja. Wie wolltest du die klein machen? Die Frage ist überhaupt, wo die aufmachen. Klein mache ich sie nicht, die gehen sich ins Paradies. Aber...
logisch. Wir suchen jetzt hier die Katze wieder, aber die ist nicht mehr hier. Wir haben jetzt hier extra so eine Wurst gekauft. Ist hier extra wieder hingekommen. Aber die ist nicht mehr hier. Oh Mann. Die Kranzka. Wir haben ja so eine riesen Wurst gekauft und die eine hatte gerade mega Angst, die eine Katze. Du. Ja. Bis 3. Ich hab so Angst. Oh. Hi. Oh mein Gott, Leute, wir haben sie gefunden. Sie schmeckt nicht. Sie hat auch schlecht die Nase. Sie schmeckt nicht. Also, wir gehen jetzt in ein Einkaufszentrum. Schon wieder. Zara Rundi. Nein, oh, oh. Und dann essen wir hier was. Du, can you please do the music that, was heißt lustige? Quieter. Can you do the music quieter? Ja, wir können sehr gut Englisch. Genau, jetzt soll ich sagen. Wow, mach mich nicht nachher. Nein! Ich sehe so doof aus mit der. Sie ist schön, Ich kann mich immer ernst nehmen. Hey, ist mein Eierkopf. Dick, dir passt sie perfekt. Schön, sie sitzt perfekt. Ah, da ist Parking umgeboten. Ja, Leute, jetzt will ich das hier anziehen. Also, dann lass ich es. Also sind jetzt hier in diesem Center, das anscheinend draußen ist. Gehen wir hier noch nachschauen. So sieht das aus. Das erinnert mich irgendwie so an Metzingen Outlet. Oh, mit Bergen. Oh, wir suchen jetzt ein Restaurant, wo wir essen gehen. Die paar Restaurants. Oh. Ich würde da noch machen. Welcher der? Dankeschön. Steakhouse. Und hier ist die Sonne, voll schön. Wieso ist das Salat für mich? Gute Sache für dich. Haha. Ja, das ist eine gute Sache für mich. Was denn? Hundefutter oder was? Ja. Hey, schau mal du! Hey, seit wann bist du auf Lack? Wow, wenn hast du so eine Modenkarriere hinter dir? Ich bin mal da rein, da ist die Sonne. In einem Schrottplatz. Oh, wir dachten, hier ist voll der schöne Ausblick. Wow! Schrottplatz! Wow! Spielding gezwungen, damit wir hier gegeneinander spielen. Ich kann das gar nicht. Und das ist immer in allem so gut. Keine Konkurrenz, sehe ich. Was Bowling? Ich sehe nie eine Konkurrenz. Ich bin am Arsch. Komm da! Schießen! Da, schießen! Let's go! Durch 19 an 9. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Ich kann das nicht. Leute, klarer Sieg. Ey, der kann nie verlieren. Ich habe den einfach besiegt in diesem TÜV. Roller-Ding hier. So Leute, wir waren jetzt noch bei Besuch. Und jetzt gehen wir weiter, wir gehen an einen Schießstand schießen. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht.
Haben wir jetzt fertig geschossen. Hey, aber ich war gut, ich habe gut getroffen. Hallo, sag, ich bin gut gsi. Ja. Schon mehr. Naja, es ist, also, ist schon nicht so einfach, finde ich. Also man muss schon Kraft haben und das ist nichts für mich, aber egal, war mal lustig so das mal zu machen, aber es ist nicht etwas, was ich jetzt mega gerne mache. Du kannst schon üben an dem Video, Mann. Ja, ich weiß, du auch. Aber das ist schon nicht schlimm, das kannst schon üben. So, jetzt gehen wir was essen. Ja. Und was isst man dort? Albanisch. Was da? Schiff. Was Schiff? Fisch. Fisch? Fisch? Nein, man isst ja auch etwas anderes. Das ist jedem. Aha. Also, wisst ihr, ich mag nicht so gerne Fisch. Doch. Aber vor allem, ich habe heute Nachmittag ihm noch gesagt, so, ich mag nicht so gerne Fisch. Kosovo, vielleicht. Oha. Wo wir wollen schon durchfahren. Ja, Mann. Und ich sagte noch, ich mag keinen Fisch. Okay, ist voll schön hier. Mit Aquarium und so. Und es gibt hier auch Fleischmenü. Nein, ich mag schon Fisch, aber nicht so extrem. Also wir haben jetzt hier so ein 8-Gänge-Menü bestellt. Haben schon irgendwie 3 Gänge bekommen oder so. Ich habe Fleisch bestellt, er hat Fisch bestellt. Wir gehen einfach voneinander. Das. Schmeckt wie Schmutzbein. Also das hat extrem noch. Also nein, ich konnte es nicht mal essen. Das hat Muscheln drin. Kann ich auch nicht essen. Boah. Nicht scharf. Lecker. Die Masse schmeckt jetzt so. Ist das Beste, was du da hast. Fleisch. Nein. Schade. Okay, der nächste Gang. Was das ist, weiß ich nicht. Du musst es einfach riechen, also der Chef. Wir haben noch zwei. Ja. Auf jeden Fall. Ich nehme noch 100. Schau, was ich noch frisch. Leute, wir essen es. Auf jeden Fall, wir essen es gar nicht richtig. Und er meinte gerade so, die sollen sehen, das ist nicht gut. Nein, es ist echt nicht so gut hier, muss ich sagen. Also auf Fleisch. Das Fleischstück war so zäh, so gummig. Was soll's? Memo, du hast Gasse. Die Hühner haben noch stets. Die Hunde auf Glas. Auf den Strom. Genau, also das ist der nächste Gang. Okay, und das ist jetzt Fisch. Aber das sieht auch nicht so schlecht aus eigentlich. Aber was ist eigentlich Fisch da? Das heißt Leonis auf Arabisch. Anhand, wie gut ich hier schneiden kann, weiß ich direkt, ob es gutes Fleisch ist. Ja, ich kann es schon besser schneiden. Warte, ich war okay. Kein Hunger mehr. Appetit ist vergangen hier. Also der Fisch noch schon noch gar nicht. Was hier das Problem ist, Pfeffersoße und ich hasse Pfeffer. Aber. Probieren wir da. Nein. So Bewertungstipp, du mehr. Und das Fleisch. Also 8 Gänge von 8 Gänge waren schlecht. Fazit. 8 von 8. So Leute, wir sind jetzt übrigens zu Hause. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Hi Leute, wir haben schon den nächsten Tag. Ich wollte einfach ganz kurz mich noch bei euch verabschieden. Weil ja, heute gehen wir nach Podujeva, wie ich das gestern schon erwähnt habe. Und ja, da sind wir noch den ganzen Tag unterwegs wieder und auch bei Besuch. Deswegen passt da das Vloggen jetzt nicht so. Deswegen dachte ich mir, ich beende das kurz hier. Das waren meine ersten Tage in Kosovo. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mich gerne wissen. Hab ich ganz doll lieb und bis dann.